Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und ich greife eine Prüfungsfrage auf, und zwar die Frage nach verschiedenen Arten der Kooperation oder auch genannt Konzentration. Sie werden gleich merken, was ich damit meine. Und zwar ist gefragt nach den Begriffen horizontal, vertikal und lateral. Und man nennt es auch manchmal diagonal. So. Das Ganze kann man nur verstehen, wenn man ein Bild vor Augen hat. Und zwar das Bild eines Flusses, sozusagen eines Produktes vom Hersteller HE über den Großhändler GH zum Einzelhändler EH bis zum Konsumenten K. So, und eine horizontale Kooperation ist eine Kooperation auf der gleichen Produktionsstufe. Das heißt, zwei Hersteller zum Beispiel kooperieren miteinander. Sie sehen diese horizontale Bewegung hier wie der Horizont. Oder auch zwei Großhändler kooperieren miteinander oder Einzelhändler kooperieren miteinander. Das ist horizontal. Vertikal bedeutet, vor- oder nachgelagerte Produktionsstufe kooperieren miteinander. Also ein Hersteller, der mit einem Großhändler oder Weiterverarbeiterer, es muss ja nicht eine Handelskette sein, es kann auch der Hersteller der Weiterverarbeiterer sein, ist eine vertikale Kooperation. Also eine Kooperation mit einer vor- oder in dem Fall nachgelagerten Kooperationsstufe. Wenn der hier mit dem Großhändler kooperiert, ist es eine Kooperation mit einer vorgelagerten Produktionsstufe. Wichtig ist nur, dass es diese Bewegung ist oder diese Bewegung, während die horizontale diese Bewegung ist. Und lateral bedeutet, auch diagonal bedeutet, dass man eine Seitwärtsbewegung macht in eine andere Branche. Da kooperiert also irgendjemand, ein Hersteller, ein Weiterverarbeiter, ein Händler einer Branche, macht eine Seitwärtsbewegung in eine andere Branche. Sind die Formen der Kooperation. Manche sprechen auch von Formen der Konzentration, wenn sich also Unternehmen zusammenschließen. Oder manche sprechen auch von Fusionen. Horizontale Fusion, vertikale, laterale Fusion. Das war's schon wieder. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie unbedingt in meinen Shop, wenn Sie leichter und schneller lernen wollen. Mein Name ist Marius Ebert. Tschö. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.